So, hallo Leute, so, es gibt Neuigkeiten zur Season 5 und zwar geht's um die Fortnite Crew. Das ist ein kostenpflichtiges Abonnement, also ein kostenpflichtiges Abo, so wie man es vielleicht bei Netflix, Disney Plus, wie auch immer sieht. Nur das ist jetzt für Fortnite so, ihr bekommt für die 12 Euro, die ihr da investiert pro Monat für diesen Monat, also am 2. Dezember startet die Season. Ich hätte ja gedacht, direkt am 3., vielleicht ein paar Tage, hätte sich das irgendwie verzogen. Aber nein, die starten dann direkt nach dem Live-Event. An dem, ich denke mal, 10 Uhr gehen die Server offline oder sind offline. Und dann gegen 13 Uhr oder 12 Uhr sind schon online. So, dann beginnt Season 5. Dann ist dieses Abonnement dabei. Und für 12 Euro kriegt ihr halt diesen Skin, der sieht schon ultra geil aus. So ein Galaxy Skin mit pinken Haaren. Und hier so dieses Rückenaccessoire, was halt, ich glaube, die Fortnite Map darstellen soll. Die sieht ja schon ziemlich kaputt aus. So wie dieses Spitzhacken-Lama da. Das sieht nach einem epischen Skin aus. So, da kriegt ihr noch pro Monat 1000 V-Bucks und den Battle Pass kriegt ihr sogar noch, also für jede Season gratis dazu. Das alles für diese 12 Euro. Das jeden Monat ein Skin, ein Rückenaccessoire, Spitzhacke dazu, vielleicht sogar Emote und Hängegleiter, Tänze sowie, Tänze sind ja Emotes und Lackierung, denke ich, bekommt dann auch. Ist eigentlich schon ziemlich nice. Und dann 1000 V-Bucks. So wie den Battle Pass nochmal hinterher. Da wären wir eigentlich schon bei fast 30 Euro, denke ich mal. Oder 35, je nachdem. Oder eine Spitzhacke kostet mehr. Gehe ich mal für 50 Euro aus, die so alleine kosten. Und dann ist für 12 Euro jeden Monat. Das ist schon ziemlich nice. So. Die da gab es jetzt einiges an Fragen, wie jetzt, was ist, wenn ich im Battle Pass gekauft habe und mir das Abo hole. Da kann ich euch sagen, ihr kriegt die 950, falls der Battle Pass natürlich wieder so viel kostet, was da natürlich auch sein sollte, kriegt ihr die wieder gut geschrieben und könnt die halt dann, was weiß ich, für irgendwas anderes nutzen und kriegt dann halt so die Battle Pass. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, ob man direkt durch dieses Abo-Ding auch die 25 Stufen kriegt. Ich denke mal eher nicht. Aber wäre schon nice, wenn man schon dabei hat. Und ja, das war's eigentlich schon dazu. Ach ja, und doch, es gibt noch eine Sache. Und zwar, wenn ihr das Abo kündigen wollt, dann müsst ihr das an der jeweiligen Konsole, also sag ich mal jetzt hier bei mir PS4, ich habe das an der PS4 gemacht, könnte das Abo aber nur auf PS4, soweit ich weiß, beenden. Oder es sei denn, man müsste auf PS, wenn man auf PS5 wechselt, das auch ändern können. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe so einiges gehört, wenn du auf PS4 gemacht hast, du wechselst dann auf Xbox oder Switch, dass du das da nicht ändern kannst, also nicht beenden kannst. Aber da man ja jeden Monat dieses Abo Demon auch im Item Shop wird es angeboten, 12 Euro, dann heißt das, man kann es halt für diesen Monat nutzen. Und wenn der Monat dann halt ausläuft, dann läuft auch dieses Abo-Ding aus und wir kriegen, oder derjenige ist dann wieder raus aus dem Abo. Behält aber die Sachen natürlich alles. So, gucken. Sollen wir uns mal das Video angucken? Video angucken. Ja. Oh, sieht aus wie 1000 V-Bucks, genau. Über den Battle Pass. Genau. Ansonsten könnt ihr auch noch auf die Epic-Seite gehen, da wird das nochmal haargenau alles erklärt, was wichtige Fragen angeht, wie ich das ändere, wie ich das kündige, wie ich das so noch bekomme.
Ich glaube auch mit Kreditkarte kann man später auch das einrichten. Das wäre dann halt, wenn man ein Jahresabo sich holt, wären das 144 Euro. Schon okay. Ist schon viel. Wenn man sich überlegt, so Skins kosten schon 15 Euro, dann ist das wirklich schon sehr, sehr nice. Ansonsten war es das erstmal.